Hä? Wo bin ich hier? Hä? Warum sind hier so viele Skibidi-Toiletten? Was? Ich bin hier gefangen zwischen den ganzen Toiletten. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Buffalo? Bist du das? Dandy? Dandy, bist du das? Ich dreh dich um, ich bin hier vorne. Dandy, warum hast du deine Polizeiklamotten an? Keine Ahnung, mir ist kalt, ist ja auch egal. Ich bin auch hier von denen umzingelt worden. Ja, aber ich komme hier nicht weg. Gibt's hier eine Möglichkeit, irgendwie zu entkommen? Pass auf! Lass mich. Okay, okay. Es ist okay. Warte. Siehst du da hinten diese Tür? Ja, du hast welche weggelockt. Ich glaube, ich könnte es schaffen. Okay, dann renn du vor auf drei und dann ich komme hinterher. Okay. Die sind echt schnell. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, weil die extrem schnell sind. Komm! 3, 2, 1 und los! Lauf! Buffalo! Dandy, ich glaube, wir haben die abgeschüttet, aber diese paar sind durch die Tür gekommen. Ja, hoffentlich finden die nicht hier unser Geheimversteck. Was ist das hier überhaupt? Ja, ein altes Militärlager oder so. Ein altes Militärlager? Warte mal. Da sitzt doch jemand. Hey, ist ein alter Soldat. Warte mal, was macht ihr denn hier? Flüchten? Ja, suchen? Wir flüchten vor der Skibidi-Toilettenarmee? Was? Davon habe ich gehört. Oh nein, sag mir nicht, die sind eingedrungen. Aber wir haben nichts damit zu tun. Genau, wir haben nichts damit zu tun. Oh nein, wir müssen uns beeilen. Ich werde euch jetzt was genehmigen, was ihr nicht meinen Chef sagen dürft. Und was? Okay, was denn? Ich werde euch jetzt 5 Minuten Game Mode gehen und ihr baut ganz schnell eine OP-Basis. Oh, Game Mode für 5 Minuten? Ja, aber jetzt. Bitte sag's nicht, mein Chef. Okay, kein Ding. Wir können schweigen wie ein Grab. Ja, genau, Leute. Wir werden jetzt schnell eine OP-Basis bauen gegen die Skibidi-Toiletten und freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Schreibt ein liebes Kommentar und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und Dandy und ich werden jetzt die stärkste OP-Basis bauen, die es gibt. Und hast du noch irgendwelche Tipps? Nein, aber wenn ihr so Ringbogen-Diamanten findet, dann gebt sie mit mir. Ihr könnt mit mir tauschen. Warte mal. Oh ja, oha, du hast ja richtig krasse Sachen. Ist das noch von deiner Zeit als Soldat? Ja, das ist noch aus meiner Zeit als Soldat, aber die Regenbogen-Diamanten sind viel cooler. Okay, ja, okay, du willst die also haben. Ja, wir besorgen dir ein paar, keine Sorge. So, ich bin jetzt in Game-Mod. Guck mal, ich kann fliegen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir, oder? Ja, aus welchem Block bauen wir unser Haus? Wir bauen erstmal ein Haus. Obsidian natürlich. Direkt Obsidian, okay. Mir ist es egal. Also, ja, lass Obsidian machen. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Aber nicht so groß. Nö, mal mal. Ja, mach mal so. Eine Tür, perfekt. Okay. Bisschen hochbauen. So, dass man da sicher ist, dass da nichts reinkommt. Wir müssen auch den Boden noch auswechseln. Oh ja, da braucht auf jeden Fall ein schöner Parkettboden aus Obsidian. Ja, weil was ist, wenn die unterirdisch graben werden? Stimmt eigentlich, ne? So, zack, zack, zack. Perfecto, mecto. Sieht zwar jetzt nicht so schön aus, Leute, aber soll ja nicht schön sein, sondern uns nur beschützen. Braucht man ein bisschen höher bauen wir. So bisschen höher bauen wir. So, das reicht. Jetzt gebe ich die Toiletten. Ich hoffe, die sehen uns nicht, wie wir uns hier vorbereiten. Ja, stimmt. Da hinten, ganz hinten stehen die. Oh nein. Kennt ihr die Skibidi-Toiletten schon? Dann schreibst du in die Kommentare. So. Und fertig. Aber hier fehlt ja noch eine Tür. Ja. Wie wär's, wenn wir eine krasse Tür reinmachen? Eine Eisentür? Eine Eisentür wäre nicht schlecht. Aber dann bräuchten wir ja aber so einen Scanner, oder? Ja, dann nehmen wir einfach einen, wie heißen diese Dinger? Hier. Ich hab's gefunden. Gesichtsscanner, nice. Okay, dann machen wir hier noch eine Tür. Perfekt. Und dann brauchst du noch einen? Ja. Perfekt. Und so. So, okay. Kann man auch, hier einen Knopf brauchen wir hier noch? Um wieder von drinnen nach draußen zu kommen?
Ja gut, unser Haus ist jetzt fertig. Jetzt brauchen wir aber andere Sachen. Wir brauchen ja noch ein paar Sicherheitsmaßnahmen. So eine Falle oder irgendwie so ein Graben aus Lava. Oder gibt es denn noch so eine Laserwand? Was wollen wir denn machen? Ich überlege gerade, was wäre cool als erstes? Zeige ich dir jetzt. Und zwar... Was baust du hier? Ich verstehe schon. Wir brauchen Schutzbuffalo. So, wir machen mal so. Was baust du hier? Oh, warte, ein kleiner Minifehler, den ich jetzt hier behebe. Und dann hier oben nochmal so eine Reihe lang und dann Laser hin? Ja. Genau. Wir machen die Laser so lang, oder? Weil das dann viel schneller... Ja, ist auch stärker eigentlich. So, ja, perfekt, so ist es viel besser. Sieht auf jeden Fall krass aus, ja. Ja, das sieht ziemlich krass aus. Mach du schon mal die nächsten Säulen? Ich würde aber ganz kurz hier dann das hier wegmachen wieder. So, dann machen wir noch einen Laser. So, dann oben den letzten Laser hin und... Perfekt. Dann haben wir die erste Laserwand durch. Ich habe noch eine Idee, was man machen kann. Wir machen Turrets hinstellen. Laser-Turrets. Was ist das? Turrets? Ja, so automatische... Ja. Meinst wohl Türme. Ja, Türme. Sorry, ich habe es auf Englisch gesagt. Wir leben in Deutschland. Sprich Deutsch! Okay, dann nächstes Mal, wenn du was Englisches sagst, werde ich dir Bescheid sagen, dass du auch... Okay, actually passt das. Regen, weg damit. Können wir ja wegmachen. Wir haben jetzt vom Militärtypen ja nice Game Mode bekommen. So, erste vorbereitet. Zweite vorbereitet. Und dritte vorbereitet. So, das heißt... Ich habe hier vorne drei Türme hingestellt, die Skibby die Toiletten. Sind das mehr geworden? Leute, da hinten sind anscheinend mehr Toiletten geworden. Das kann natürlich gut sein. So, dann die Laser hin. Weißt du, was noch gut ist, was man machen könnte? Was? So eine Reihe Kakteen. Oh ja, auch schön grüne Farbe, so wie mein Skin. Ja, okay, ich hab's mir nochmal anders überlegt. Ja doch, Kakteen sind gut, komm, gönn mir. Soll ich dir gönnen? Ach, na gut. So, jetzt noch die Laser alle. Perfekt. So, das sieht echt cool aus. Muss ich schon sagen, dass es richtig cool aussieht. Was gibt's noch? Du machst die Laser zu Ende? Ich mache innen drinne einen automatisierten Rüstungsständer, okay? Mit Droppern und so. Okay. Ist das ein Dropper? Ja, müsste der Dropper sein, ne? Dispenser. Dispenser, genau. Und welche Ausrüstung nehmen wir denn? Tja, die Gegner sind ein Skibidi-Toiletten. Wir brauchen die beste Ausrüstung im Spiel. Hat der eine Ausrüstung für uns zum Verkaufen? Nee. Das heißt, nur Waffen. Nehmen wir eine Diamantrüstung oder die Prototyp? Mir egal. Komm, wir nehmen Prototyp. Die ist richtig cool. Die haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Dann einpacken wir hier ganz viele die Brustteile. Den anderen die Hosen und Schuhe. Da packen wir vielleicht noch einen Goldapfel hin. Einfach einen OP-Goldapfel. So. Und da oben, was kann man da oben noch hinpacken? Ich habe eine Idee. Ich platziere da ein... Wir müssen noch diese Rainbow-Gems finden, damit wir auch Waffen kriegen, Buffalo. Also diese Laser-Dinger. Stimmt. Ich glaube, die sind unterirdisch. Lass uns mal hier schnell noch... Solange ich Game-Mode habe, gehe ich ganz schnell nach unten. Ja, ich mache gerade die Kakteen. Okay, ich hole mir noch eine Spitzhacke ganz schnell. Und die nehmen wir einfach. Und wir machen das gleich, wenn Game-Mode weggeht. Ich möchte noch ganz kurz noch was platzieren hier. Können wir noch platzieren? Wir könnten einen. Komm. Word Edit. Ich mach hier einen kleinen Feuergraben hin. Okay, ich muss sagen, ich habe mir in dieser Folge sehr viel Mühe gegeben, Buffalo, für dich. Ja, das sehe ich schon, dass du sehr viel Mühe gemacht hast.
So, jetzt haben wir hier einen kleinen Lavakram. Ohne Spaß, ich fühle mich schon ziemlich sicher. Ja. Und wenn ich darüber nachdenke, Flo, ich habe ein Problem. Ja? Ich habe keinen Game Mode mehr. Oh nein, ich glaube, dann verschwindet mein Game Mode auch gleich. Ah! Soldat, ich habe ganz viele Regenbogen-Diamanten gefunden. Oh, was, echt? Perfekt. Dann gib mal was her. Okay, was möchte denn die haben? Ich hole mir einmal das. Einmal dies. Dann das, einmal für Dandy. Buffalo, wir haben ein Problem. Wieso, was für ein Problem? Ich stehe vor unserer Basis. Was, echt? Ja, guck. Ich gucke. Direkt da vorne. Oh nein. Ich brauche Sachen, Buffalo, ich brauche Sachen. Ich equippe mich drin mit dem Dispenser schon mal. Okay, ich auch. Ich komme schnell. Ich habe aber auch was für dich hier. So. Was? Okay, was ist hier? Es explodiert, keine Ahnung, was hier los ist. Okay. Eine für dich. Und eine für dich. So, dann habe ich auch jeweils eine. Und hier Munition. Perfekt. Wollte schon sagen. Okay, warum ist es explodiert hier? Warte, ich gebe dir etwas. Wo bist du? Ah, hier. Das kam noch raus aus dem Dispenser. Oh, Holy Grenade, okay. Okay, ich würde mal sagen, wir schmeißen die als erstes auf die beiden unten hin. Okay, ich werf die Holy Grenade. Buffalo? Dandy? Wir sind so stark. Diese heilige Granate hat einfach alles erledigt. Die göttlichste Granate hat einfach... Warte, waren das wirklich alle? Lass uns mal nachschauen gehen. Let's go! Ist unsere Basis wirklich zu stark für die Skibidi-Toilettmänner? Das sehen wir jetzt. Let's go! Sind hier noch Gegner? Oder was das, Leute? Oh, hier ist doch einer! Nur einer? Okay. Wir müssen ja alle beseitigen, nicht, dass sie sich wieder vermehren. Aber ich glaube... Ja, das war's. Wir haben die Welle geschafft! Oha, wie krass ist das denn? Nicht schlecht, Herr Specht. Wir haben echt eine starke Base gebaut. Die heilige Granate hat einfach alles... Also, ich meine... Ja, das war echt krass. Es sind einfach alle umgekippt. Aber Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal, schreibt ein liebes Kommentar, gebt ihm einen Daumen oben, schaut doch bei Dandy vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.